Gestern fand in der Kunstgalerie des Kulturhaus Stadtsaales in Bruck an der Mur wieder ein Jazzbrunch statt. Musik, gute Unterhaltung und feines Essen. Dinge, die einfach gut zusammenpassen. Für die Stadt Bruck ein wichtiger Bestandteil der Kulturszene. Jazz ist ein Bereich in der Musik, der sehr gern gehört wird, der einen großen Spielraum lässt zur Improvisation. Und wir haben uns schon vor Jahren, wie wir das Haus eröffnet haben, zum Ziel gesetzt, dass wir zumindest 2-3 Mal im Jahr solche Veranstaltungen haben. Wie Sie selber sehen, sehr gut besucht. Also die Leute mögen das. Sie mögen auf der einen Seite die Musik und auf der anderen Seite natürlich auch ein gutes Essen zwischendurch. Das entspannt, das macht ein bisschen lockerer und so kann man die Musik sehr, sehr gut genießen. Zum wievielten Mal findet es heute schon statt? Also ich müsste jetzt nachrechnen, aber es ist bestimmt das 30., 40. Mal, dass wir so eine Veranstaltung haben. Und sie wird immer gut angenommen, sogar bei sehr, sehr schönem Wetter wie heute ist das Haus voll. Also ich freue mich sehr darüber, dass so viele Interessenten da sind und sich sehr gerne diese Musik anhören. Du bist ja selbst Künstler, Maler und Musiker. Wenn man zu so einer Veranstaltung kommt, was ist denn so eigentlich die Motivation, dass man da hingeht dann? Naja, ich denke, man muss prinzipiell einmal dafür Interesse zeigen. Nicht? Und wenn man die aber hat, dann gibt es eine ganz breite Bandbreite, muss man sagen. Also ich liebe die Musik von der Klassik bis zum Jazz, über Rock und Hardrock. Und jeder, der ein Musikinstrument sehr gut beherrscht, kann damit sehr gut umgehen. Und das interessiert mich. Also egal, ob da jetzt klassische Klänge daraus entstehen oder ob es ein gutes Solo auf einer Hardrock-Gitarre ist. Wenn es gut ist, dann ist es für mich okay und dann liebe ich das sehr.